Moin, moin und herzlich willkommen zu Starbound und wir wecken unsere Helden mit einem zärtlichen Moin! Oh, moin, ihr Bagaluten! Oh, ich hab grad verschlafen. Oh, da, da, da. So, wie eine Schauspielerserie hier. Ja, Mann, Mann, Mann. Ne, verteilte Rollen und so. Questen oder was? Wir haben jetzt Essen, wir haben ein Haus, wir haben Dings und wir müssen jetzt die Archaic Energy Source finden. Ne? Ja, das müssen wir auch echt mal in Angriff nehmen. Also aber ich natürlich regnet es wieder. Und wir können das mit Essen beschaffen kombinieren. Was hältst du davon? Wir gehen einfach jagen, während wir nach der Archaic Energy Source suchen. Ist eine gute Idee. Du hast aber hier noch Samen quasi noch nicht eingepflanzt. Oh, oh Gott, ein Todesvogel des Todes. Aber der kann hier nicht landen. Weißt du, warum nicht? Wegen der Vogelscheuche. Wow. Also, okay. Viech. Also warte, von mir aus? Warte, was, wo? Da drüben. Oh, ist das schnell. Alter. Steak. Ich hab's. Aus Viech machst du nicht. Warte mal, ich frag mich, was passiert. Kommt ihr wieder runter? Nein. Oh. Doch, kommt er. Da oben ist noch ein Vieh. Kommt der wohl? Was? Da ist noch ein Vieh? Ich sehe es noch nicht. Kommt's schon? Jetzt kommt's. Ah, nice. Sind hier die Scharfschützen vor dem Herrn, Mann. Scharfschützen. Tausendfach daneben geballert. So, lass uns. So, ja, dann laufen wir einfach mal los und gucken mal, ob wir die Archaic Energy Source finden können, weil ich glaube, dann haben wir... Ups. Schleim! Wow! Knapp, aber geschafft. Oh nein, rette mich! Ich rette dich! Splatsch! So. Splatsch. Ach, es wird natürlich, so. Muss natürlich wieder dunkel werden, ne? Ja, es ist so. Oh, Viech. Ja, schon gesehen. Oh. Autschen. Weil ich zu blöd bin! Yay! Okay. Wieder! Läuft. So. Dunkelheit. Ja, im Dunkeln ist das natürlich auch viel spannender, muss ich sagen. Aber wenigstens hast du eine Taschenlampe mitgenommen. Schau mal, wie sehen. Was könnte denn eine archaische Energiequelle sein? Also archaisch heißt ja immer so technologisch älter. Also aber modern, rein theoretisch. Eine Dampfmaschine vielleicht? Das wäre cool. Wenn ich so weitermache, also komme ich da aber nicht mehr lebend an. Du musst mal treffen. Ja, und da wurde ein Hähnchen raus. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen Salbe auf die fiesen Wunden spielen. Ja, mach mal. Oh, da habe ich mich früher immer gefreut, wenn ich mich verletzt hatte und Mutter dann immer mit ihrer scheiß Salbe da ankam. Dieses... Wie nennt sich das nochmal? Du weißt, was ich meine, oder? Wahrscheinlich weiß ich nicht, was du meinst. Was für eine scheiß Salbe, Mann. Doch, die sah immer zur Desinfektion, immer die immer dann so richtig tierisch gebrannt hat. Aha. Weiß ich nicht. Kennst du das nicht? Nee. Ach Mann, mir fällt das gerade nicht. So eine, ja, desinfizierende Salbe halt irgendwie. Aha. Die hat so einen speziellen Namen, die ist so braun, rötlich. Okay. Total widerlich. Okay. Mensch. Ja, wir hatten ja nichts als Kinder. Oh, was ist denn das hier? Plan-Fiber. So. Ja, ja, alles nix. Eine Kindheit, ja. Oh, guck mal, da hinten geht gerade ein Planet. Vogel. Da hinten ist ein Dings. Ein Planet. Vogel! Ja, Vogel, Mann. Vögel. Jetzt schieß halt. Ich mach Licht. Ach so, du bist der Lichttyp. Ich bin der Mann von der Technik. Einer ist schon rostbraten. Lauf, Junge, lauf. Moment. Warte. Hahaha, Sniper-Schuss. Licht oder was? Ist erledigt. Geht's dir gut? Boah. Magst du mich vielleicht in eine Gruppe einladen? Dann sehe ich das auch. Ach, du ahnst es nicht. Oh, schöner Planet im Hintergrund. Warum haben wir das denn nicht? Weiß ich nicht. Ha, verrückt. Gott, oh Gott. So, mach mal Licht. Ja, komm. Da mal eben was. Ist was? Ja, ich habe eben gerade kurz was gegessen. Ich könnte auch einen Happen essen, glaube ich. Ein kleiner Reis geht immer, ne? Da so. Hä, sag. Warte mal, ich glaube, ich habe gerade irgendwas entdeckt. Ist das entdeckt? Sag mal, wenn du hier so rumläufst und so, bewegt sich da auch dieses gelbe Teil da oben bei dem Questgedöns? Echt? Ja, au. Stimmt. Ah, ist das ein Zeiger oder was? Oh Gott, das könnte so einfach sein, ne? Ja, Andi, herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast gerade, glaube ich, bin so klug. Dann ist das wohl... K-U-G-H-N-0-B. Ein Richtungszeiger. Okay, aber dann sind wir in die richtige Richtung unterwegs zumindest schon mal. Na gut, im Zweifelsfall werden wir einmal rum.
ne? Ja, aber. Ja, ja. Da hinten ist was. Ja, ein Schleim. Oh, und Samen. Samen gibt es gleich. Sehr gut. Warte, ich baue das mal hin. Warte, das ist ein gefährlicher Hase, Mann. Warte mal. Oh, wir haben Samen entdeckt, sagt er uns. Oh, nö, ne? Vogel! Du Vogel! Oh, oh, ich bin verschossen! Hat sie erledigt. War's knapp, oder was? Ich habe keine Ausdauer mehr gehabt, deshalb war doof. Oh, ein Hase. Hat nichts gegeben. Ja. Hier, kannst du das mal kurz abernten, hier bitte? Das da. Sehr gut. Eissamen. Hallo, Akbar! Mach doch die armen Hasen nicht so blau. Oh, hier ist irgendwas. Andi, hier ist irgendwas. Was denn mit dem wurde? Nicht abbauen. Das muss man auf E benutzen. Ja, ich schieß gerade die Viecher erstmal ab, die Schleimis. Und alle Hasen, die ich finden kann. Oh nein, verschossen. Daneben. Bam. Willst du das benutzen? Ich kann das gerne mal teilen, wie nett ich wieder bin. Ja, du bist so gut zu mir. Viel zu nett. Oh, ein Heilding. Ein Heal-Buff. Ein Heilding. Was ist das hier eigentlich? Kornseed. Dreck. Offensichtlich habe ich Dreck gefunden. So, es ist immer noch nach links, ne? Immer noch nach... Ja. Oh. Ob das nicht... Andi. Ob das nicht... Doch. Hier? Oh. Ja, guck mal, es zeigt uns sogar noch... Kann man das abbauen? Ich will das haben für unser Haus. Das ist es. Kann ich das abbauen? Ein unknown radio signal around the shark energy source. I will patch it through you, to you now. Oh, Viechzeugs. Hol dir ein Schwert raus, Alter. Ja, ich bin dabei. Ein Hammer. Nee, Poetry. Okay, Ancient Gateway. Nice. Collect core fragments. Okay. You can power up the gate with core fragments. Da hatten wir welche. Ja, ein bisschen, aber wir haben noch nicht genug. Da hatten wir welche von, die habe ich in die Kiste geschmissen. Ja, wir haben oben jetzt so einen Fortschrittsbalken, guck mal. Hm. Sehr cool. 20 Stück! Vor allen Dingen sind die weiter unten. Und ich habe drei, ich habe auch drei einstecken. Da sind auch Krakendinger dran. Ja, geil. Ist doch cool. Das heißt... Wollen wir trotzdem noch mal ein bisschen nach links gehen und mal gucken? Bisschen. Aber nicht mehr weit. Wenn wir schon hier sind. Ja. Oh, hier kommt komisches Zeug langsam, ne? Oh, shit. Sag ich ja. Oh. Kommst du klar? Glück gehabt. Ja, läuft bei mir. Das ist schön. Oh, hier ist nochmal so ein großes. Willst du diesmal? Komm. Ja, ich mach mal. Komm. Pass auf, nicht kriegst du so eine blöde Falle oder sowas. Weiß ich nicht. Oh. Nee, krieg ich nicht. Der feine Herr. Der feine Herr, my dear sir. Was ist das denn da? Weiß ich nicht. Oh, shit! Hilfe! Umgekehrter Pool. Was machst du denn schon wieder? Robert. Was machst du denn da unten schon wieder? Fallen nennt sich das. Fallen. Bist du jetzt echt nach unten gegangen? Das war keine Absicht. Muss ich mal ganz dringend... Oh, shit! Alter, ich rette dich! Ich hab dich gerettet, Mann. Das hast du wirklich. Es war nämlich auch eng so langsam. Ja, ich hab's gesehen. Hier ist noch irgendwas, sei vorsichtig. Ja, ich will mal gucken, ob ich jetzt irgendwie noch den Stuff hab, um uns hier wieder hochzubauen. Wäre, glaube ich, ganz prima. Donner. So, warte. So, hier können wir hinhüpfen. Dann müssen wir hier oben rankommen, genau. Ja, Alter. Aber den tiefsten Tunnel, den wir schon gegraben haben, Andi, das ist ja der bei unserem Haus. Es würde ja prinzipiell Sinn machen, wenn wir... Oh. Na, was machst du denn schon wieder? Das Viech hat voll Attacke gegeben, aber das ist schön hier. Ja. Oh, guck mal, eine Mohrrübe. Ich habe Karottensamen und Karotten. Oh, wir können jetzt Mohrrübenbrot backen. Mohrrübenbrot? Ja, Karottenbrot habe ich. Ich weiß nicht mehr, ob ich das in echt essen würde. Alter. Oh, ich habe Pilz. Warte, ein Pilz. Damit würde ich... Du läufst nicht so ein Pilz, Mann. Ein Pilz. Robert, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, aber du, der Pilz, ich werde hier ignoriert von dir.
Oh, der Pilz läuft weg. Alter, der Pilz läuft weg. Den würde ich im Frieden lassen. Okay, ich gehe. Den wollen wir doch nicht essen. Der sah aus, als ob der geerntet werden will, aber vielleicht... Das wollte er gar nicht. Ja, nee, wollte er nicht. Sind wir bald wieder zu Hause, meinst du? Na, ich glaube, ein bisschen müssten wir... Was machst du denn da? Ich spiele ein Spiel. Oh, hier liegen Dinge. Was ist es? Ein Mushroom. Und den konnte ich direkt sogar einsammeln. Ja, dann kannst du den ja vielleicht auch pflanzen. Oh, guck mal, hier ist noch ein Mushroom. Oh, da sind ganz viele Mushrooms. Guck mal. Da gehen wir rein. Mushroom Bread. Oh, nein, da ist der... Oh, da ist Mama Mushroom. Komm mal nach links. Komm mal nach links. Komm mal nach links. Aber lauf nicht zu schnell. Lauf nicht zu schnell. Zur Hölle. Ist das ein Vieh? Ich weiß es nicht. Warte mal. Warte mal. Warte, warte, warte. Wer begeht Suizid? Stopp, stopp, stopp. Warte. Ja, mach uns eine Brücke. Das ist gut. Ja. Ja, ist das ein Vieh? Schieß mal drauf. Es scheint nur ein Hintergrund zu sein. Scheint nur ein Hintergrund zu sein. Aber hier gibt's ganz viele Pilze. Oh, oh Gott, Mushroom Soldiers. Da drüben, Andi. Andi, sei vorsichtig. Ich baue den Pilz ab. Warte. Echt, erntest du jetzt einfach ihren Gott weg? Den Gottespilz. Oh, die haben ein Pilzhäuschen. Wie geil ist das denn? Reden. Was ist das denn? Die haben ein Pilzhaus. Halma, Spike, Decker, Bazira. Was? Was? Das sind Pilzmenschen, Andi. Mit Schwertern. Wie geil ist das denn? Ich klau die in ihr Bücherregal. Ja. Oh, oh. Oh, schnell weg, schnell weg! Oder? Nee, die haben nichts getan. Die haben nichts getan. Wollen wir hier noch den Lappen klauen? Ich hab ne Bombe mit dabei. Warum hast du eine Bombe mit dabei? Da reden wir jetzt nicht drüber. Aber ich hätte eine Bombe, die ich in die Menge werfen könnte. Oh, noch ein Pilzhaus. Ja, cool. Und noch ein Pilz. Schön hier. Was ist das denn da? Das ist Mushroom-Plant. Oh, ich penne mal eben. Sehr gut. Oh, hübsche Blumen haben sie. Das ist ja ein Pilzplanet. Hier leben Pilzleute. Naja, nur auf der Hälfte. Die andere Hälfte wenn nicht wir das so. Jetzt, wenn wir jetzt diese anderen Typen ernten, ne? Diese Pilze. Nee, die Leute kann man, glaube ich, nicht ernten. Das wäre schon klar. Aber wenn wir Pilze ernten, ist das nicht irgendwie, als ob wir kleine Menschen essen würden? Mir gefällt der Gedanke. Andi, Hilfe. Bin dabei. Das ist, denn da? Das ist überhaupt nicht gut. Ich glaube, die Sporen sind nicht gesund. Ich befürchte auch nicht. Warte, was ist das denn? Weiß ich nicht. Venom-Sample. Ah, sowas habe ich auch. Sowas habe ich auch schon gefunden. Art, Tomatos. Oder? Tomatos. Oh, ich habe. Ja, warte, dann müssen wir noch gleich mal die Samen abhauen. Oh, ja. Noch mehr Tomatos. Du bist hier der Gärtner. Du vergisst die Samen abzubauen. Nein, das ist deine Aufgabe. Ich mache Arbeitsteilung. Ich bin Jäger, du bist Sammler. Achso, und deswegen schieße ich hier auch gerade so ein Teil ab. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe gerade aus Versehen in die Richtung von den Pilzmenschen immer noch mal so ein Teil reingeballert. Ja. Was vielleicht nicht so gut ist. Nein. So ein Pfeil. Ich glaube, wir gehen weiter nach links. Ja, wir gehen einfach weiter nach links. Und im Frieden zu wahren. Ja. Oh. Oh, mein Ersatzhaus. Jetzt hast du es rausgefunden. Ich habe noch ein Haus. Oh, Bandagen, schön. Yay. Oh, was ist... Ah, Knochen könnte man mal mitnehmen, ne? Ein Katzenskelett, glaube ich. Packed Bones. Nee, das hat nichts mit Katzen zu tun, Andi. Nee, es sah aus wie eine Katze. Ah, ich glaube, wir müssen unser Feld vergeben. Heavy Stone Bricks, das ist auch cool. Die wollte ich schon länger mal haben. Die sehen optisch halt sehr schön aus, ne? Oh, ich muss bald mal wieder was essen, fällt mir gerade auf. Ich bin schon wieder kurz vom Verhungern. Ja, das ist grundsätzlich ein guter Gedanke. Weil wir auch wieder so eine Weltreise machen. Ich ziehe mir jetzt mal so ein Steak rein, glaube ich. Ja, und ich baue hier mal so ein bisschen diesen Zaun ab. Damit könnten wir unser Feld noch verschönern. Ja, schön. Würde ich behaupten. Ja, aber auf jeden Fall nächste Mission, wenn wir jetzt gleich wieder zu Hause sind, hoffentlich unterwegs nicht verhungert, wäre ja eigentlich, dass wir nach unten gehen und Chordinger sammeln, genau. Bleibt uns ja nicht viel anderes übrig. Was ist denn hier schon wieder los? Irgendwas ist hier. Irgend so ein Vieh. Oh, ich habe ein. Oh, ich glaube, ich habe hier was. Risotto gelernt. Da ist aber auch irgendwo Licht noch irgendwie. Achso, nee, das kommt von den anderen Teilen. Das sind diese Funken, ja. Stopp, warte. Die Funken machen das. Das ist schön. Das ist so schön! So schön. So. Warte mal. Ja, ja. Stürzt dich nicht schon. Hier ist eine Kiste. Ja, dann mach das. Schatzkiste.
Da habe ich schon wieder Dartpfeile gefunden. Das ist doch schön. Du magst halt Dart. Das geht so. Das würde hier sogar noch weiter runtergehen? Nee, doch nicht. Oh, es ist ein schönes Spiel, doch. Habe ich das schon mal gesagt, dass das Spiel echt schön ist? Ja, aber das passt jetzt auf meiner Turmschuhe überhaupt nicht, weil ich währenddessen gerade einen Vogel abgeschlachtet habe. Aber es ist okay. Na ja, gut. Schönheit wird unterschiedlich definiert, ne? Ja. Oh nein. Okay, ich bin hier schon wieder in so einem Loch. Oh. Schon wieder in so einem Loch. Ich glaube, ich komme da mal wieder schnell raus. Mutter hat auch gesagt, du sollst nicht immer in jedes Loch rein. Alter. Ich verreck gerade an so einem Löwenvogel. Autschen. Manchmal stelle ich mich auch an mit dem Bogen. Ne? Leer. Oh, oh Gott. Ich glaube, ich habe Akku. Ich bin schon wieder leer. Ende im Gelände. Reicht mir. Oh, nach Hause. Feuerball! Was? So, so weit kann das doch gar nicht mehr sein, oder? Naja, komm, wir laufen mal ein bisschen nach. Ja, ich glaube auch. Du musst ja nach Hause jetzt. Dann hast du auch deine komische Weltumrundung gekriegt. Yay! Wir müssen laufen. Oh, was ist das denn? Guck mal, hier wohnt eine. Was ist das denn? Da wohnt eine. Da Hallo. Wohnt eine. Hey. Fragments, you might find a bunch in the old mine. Oh, hier hinten drin kann man Chorfragmente finden, sagt sie. Also, das ist generell schön. Das ist die Mine, wo wir sein wollen. Das ist die Mine, wo wir sein wollen. Wollen wir hier nicht einfach einen Stützpunkt aufschlagen? Oder meinst du es noch weit? Ah, ich weiß nicht, wie weit. Ich muss aber erstmal stehlen. Ich habe ein Chorfragment geklaut. Echt? Ja. Oh, und da ist eine Kupferhacke. Ich glaube, mir ist es ein bisschen besser, irgendwie hier so da durchzukommen, sich so runterzugraben und alles. Ja, ich habe auch gerade eine Kupferhacke gefunden in so einem Container. Ich habe zwei Chorfragmente geklaut. Wo ist sie denn jetzt eigentlich hin? Oh, hier ist noch eine Tech-Card. Wohin ist sie denn? Weiß ich nicht, woanders. I'm detecting a variety of life signs in this mine. If you are intending to search for Chorfragments, I may advise arming yourself first. Ich habe auch noch eins gefunden. Oh, eine Tech-Karte. Okay, cool. Oh wow, ich muss, glaube ich, dringend mal eine Bandage anlegen. Meine Bandagierung sieht nicht so gut aus, du. Das ist eine Öllaterne. Wünsche. So. Wie diese Laternen haben. Ich will das bei uns mal ein bisschen schöner machen. Warte mal, wo bist du denn hier? Oh, Tierchen! Tue gegen Tierchen! Kriegst du es hin? Ja, ja. Alles gut. Hat er unter Kontrolle. Hat er. Schnell mal ein bisschen vor. Nochmal Chorfragmente. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe 5 schon. Und wir haben, glaube ich, auch noch irgendwie 3 oder 4 drüben. Oh, und ich habe auch ein paar mittlerweile. Ich habe... Mal gucken, 6 Stück schon. Ja, gut. Ich glaube, wir haben es fast. Warte mal, ist das nicht... Waren wir hier nicht schon? Ja, war das nicht die... Ja. Das war die, wo wir waren. Ich glaube, wir müssen jetzt nach links. Wir müssen gar nicht... Wir müssen nur noch hier hoch, du. Ja, guckst du mal. Dann lass uns mal gucken, wenn wir alle Chorfragmente zusammenschmeißen, ob das nicht sogar schon reicht. Eventuell. Ja. Cool. Ja, eine Weltumrundung, ne? Da waren wir gar nicht weit weg von der Mine mit den Chorfragmenten. Yay! Dann würde ich sagen, dann war das ja... Oh, oh, oh. Alter! Was denn jetzt schon wieder? Och, du und deine Probleme, Mann, ne? Ich habe keine Probleme, das Viech hat Probleme. Schieß, damit wir die Sachen kriegen. Genau. Jawohl. Jawolli! Oh, und ich falle wieder in dieses Loch rein. Ich bin echt so ein Kletter... Also Klettern ist so gar nicht meins in diesem Spiel. Aber da habe ich mich bei Terraria früher schon immer angestellt, wie so ein erster Mensch. In diesem Fall das haben wir leider nie gespielt. Der erste Roboter. Er ist quasi wie Starbound, nur immer auf einer Welt. Ja, ich weiß. Kennen tue ich das. So, und jetzt schießen. Ja,
Ja, ja, gib mir mal eine saubere Schusslinie, den du da nicht vorne rum oxidierst. Kann ja nichts dafür, wenn du auf einmal dich hinter mich stellst. Siehst du, mal ein bisschen oh, einsam. Guck mal, wie es hier gewachsen ist. Ist das nicht schön? Oh, das ist wunderschön. Ich kann hier aber leider nichts mehr anpflanzen. Ich komme aus diesem Loch nicht raus, Andi. Andi, steck schon. Ach komm schon. Hüpf nach links. Okay. So. Gut. Sehr schön. Wir sind zu Hause. Das heißt, wir können uns vollfressen. Und jetzt komm, lass mal gucken. Wir haben noch hier Chorfragmente. Das schmeißen wir mal zusammen. Wo hast du die reingelegt? Linke Kiste. Kiste. Also ich habe meine mal dazu gepackt. Das wäre eigentlich eine ganz witzige Idee, das vielleicht so als kleinen Cliffhanger für nächste Folge zu machen, oder? Okay, also ich habe meine schon mal in die Kiste gepackt. Dann gucken wir mal, wie viele das werden. Ne? Nicht sagen, wie viele, damit nicht meine Leute das sehen. Wie viele, na gut. Okay, Andi, dann gießt du mal das Feld schön und ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Folge gucken wir mal, dass wir die Chorfragmente noch zusammenbekommen, die wir so brauchen und uns weiter auf dem Quest bewegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss. Und auch von mir, winke, winke, ciao und tschüss.